Ja, hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal, ihr Hexfeld-Süchtigen. Es geht los und zwar mit Old World von Moha Games. Kommt deshalb, weil es meine Community einfach gefordert hat. Und freue ich mich drüber. Es war eine Weile lang, wo ich es jetzt nicht mehr auf meinem Kanal präsentiert habe. Das hatte diverse Gründe, es gab neue Projekte und so weiter und die man ja eindeutig auch auf meinem Kanal sehen kann, aber nichtsdestotrotz, jetzt gibt es mal wieder eine neue Folge Old World und mal schauen, wie lange wir da reinspielen. Ich möchte das jetzt auch mal mit anschauen. Mehrere Leute bei mir in der Community haben gesagt, ey, kommt bitte Pancake, bring mal wieder Old World, denn da ist ja auch einiges passiert, ne? Da gab es ganz viele Updates dazu und ja, ich habe mal so ein bisschen in meine E-Mails reingeguckt, die mir so Moha Games so geschickt hat, also allgemein halt einfach an die Leute. Ja, und da war ganz schön viel Content und ich konnte mir das nicht alles durchlesen, ne? Einfach Real Life geschuldet. Und ich werde euch jetzt halt wieder Old World nochmal neu präsentieren zum Stand heute. Es ist kein Early Access Spiel mehr, aber es wird viel immer an dem Spiel gearbeitet, was ich großartig finde. Es wird viel auf die Community gehört und wird ständig verbessert. Was ich jetzt nicht ganz hundertprozentig weiß, weil Achtung, das hier ist ein Hobbykanal, ne? Ich kann nicht alles wissen bei der eingeschränkten Zeit, die ich habe, wie es mit der deutschen Übersetzung ist, ja. Ich arbeite hier sehr gerne mit der Übersetzung von Revan. Ein sehr, 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 sehr guter Modder, wie ich persönlich finde, also meine Meinung hier bei uns im deutschsprachigen Raum. Und der hat auch eine deutsche Übersetzung gemacht, die ihr euch als Mod holen könnt und mit der ich jetzt schon ziemlich lange seit 1. Punkt oder irgendwas mitarbeite. Er ist, glaube ich, jetzt in der Version 5.0, die jetzt hier auch draufläuft. Nicht alles konnte oder ist übersetzt hier, macht aber nichts. Hauptsache oder das Wichtige ist, dass man die Spielinhalte versteht, wie was zusammenhängt. Gerade bei einem Spiel, wo die Lernkurve ein bisschen steiler ist, wie hier Old World. Es ist so, ihr braucht keine Angst zu haben. Ich hier visuell werde natürlich jetzt verschwinden, es sei denn, das ist euer Wunsch, dass ihr mich dazu sieht bei dem Spiel. Bin noch zum kleinen Moment jetzt hier zu sehen und dann verabschiede ich mich visuell und wir spielen drauf los. Was habe ich für euch vorbereitet? Was habe ich euch erstmal mitgebracht? Zunächst einmal habe ich euch mitgebracht ein Volk, das ich ziemlich cool finde. Es ist Babylon. Man kann sagen, die sind ein bisschen wissenschaftlicher angehaucht. Die Babyloner haben als Spezialeinheiten in diesem Spiel sehr gute Fernkämpfer, Bogenschützen, also Bodentruppen, keine Kavallerie, sage ich mal, für so berittene Bogenschützen, sondern tatsächlich Fernkampf, Bodeninfanterie. Und ja, da schauen wir mal, was die so robben können, die Babyloner. Was wir nicht vorhaben, ist den großen Eroberungsfeldzug spielen. Denn wir spielen jetzt auf einer Schwierigkeitsstufe, sag ich mal, die nenne ich jetzt mal normal. Ich habe absichtlich nicht euch alle Einstellungen gezeigt. Denn ich möchte euch so ein bisschen überraschen, was es da in dem Spiel jetzt auch gibt. Wir entdecken jetzt hier diese alte Welt, genau wie dieses Volk sie entdecken würde. Und ich will nicht zu viel vorab verraten. Ich kann das klar machen, wenn ihr das zukünftig wollt, sowas. Sagt es mir, schreibt es mir in die Kommentare. Kommt bei mir am Discord vorbei, das wäre mal ziemlich nice. Da könnt ihr mich auch über die Einstellung fragen. Da präsentiere ich es hier in dem Spiel für die Leute, die auch gerne entdecken, enträtseln und erkunden. Möchte ich nicht alles von vornherein verraten. Ist ein bisschen schade. So hat das Ganze so ein bisschen Dungeon Master Style, ne? Also, wenn ihr mit mir D&D gespielt habt oder sonst irgendwas, habe ich euch auch nicht das ganze Szenario verraten, sondern es gab Überraschungen. Gute wie schlechte. Aber sei es nun drum. Ja. Hier wird Babylon kurz vorgestellt in dem Text. Mega tolles Artwork. Für die Neuen hier, die Old World nicht kennen, müsst ihr wissen, dass das oft wird dieses Spiel mit anderen Spielen verglichen und zusammengemischt. Ich bin immer sehr vorsichtig mit so etwas. Hier hat man sich eigene Gedanken gemacht und ein ganz eigenes Spiel erstellt. Wir reden hier in einer Zeit, wo das Spiel spielt, von der Bronze bis, sage ich mal, ja, in die Klassik hinein, kann man mal sagen. Also so die ganze antike Bronzezeit deckt es so ein bisschen ab und es reicht völlig aus. Es sind 200 Runden, denkt man so, es sind nur 200 Runden, glaubt mir, 200 Runden in dem Spiel ist ausreichend, mehr als ausreichend und die gehen auch lang genug.
Am Anfang schneller, später ein bisschen dauert jeder Zug ein bisschen länger. Es gibt hierzu, wie was funktioniert in dem Spiel, das ein oder andere Let's Play bei mir auf dem Kanal, kann ich euch empfehlen, auch zu gucken. Nicht, weil es mein Kanal ist, deswegen natürlich auch, bin ja ein cooler Dude, klar. Sondern dort gehe ich ein bisschen genauer auf die einzelnen Sachen ein. Was bedeutet was? Was macht das? Was macht das? Das mache ich jetzt nicht. Ja, also nur für die, die sagen, okay, nee, ist mir nicht so schlimm. Ich kapiere das schon, wenn du das spielst, Ben K, gucke ich zu. Für alle anderen bitte mal auch auf meine anderen Listen gehen. Ich verlinke euch am Ende des Videos mein allererstes Let's Play zu Old World diesbezüglich. Wenn ich es nicht vergesse, ich hoffe, dass ich dran denke. Und da werdet ihr die Ägypter sehen, noch erst im Early Access, später mit dem Release-Version. Über Epic war, ist es ja schon released. In Steam wird es ja erst roundabout Mai, April rauskommen, plus minus Monat, muss man mal schauen, dann könnt ihr das auch in Steam bekommen. Was ich auch gefragt worden bin, entschuldigt, dass es so ein langatmiger Anfang ist, ja, mit Rabattcodes oder irgendwelchen Aktionen oder so. Ich sag's nicht oft genug und ich sag's nochmal, bis es euch aus den Ohren rausquillt, Hobbykanal. Bis jetzt ist noch kein Entwicklerstudio auf mich zugekommen und das ist auch okay so, meine lieben Soul-System-BewohnerInnen, denn ich mache das hier zum Spaß, habe die einen oder anderen kennengelernt, was ich mega geil finde. Und ja, ich habe lang genug geschwurbelt. Alle, die neu hier sind wegen diesem Video, müsst euch an meinen Anfangs- oder Endgeschwurbel gewöhnen. Ich bin sehr beleidigt, wenn ihr da weiterklickt. Ja, ne? Okay, gut. Dann fangen wir jetzt mit dem Spiel an. Ich werde jetzt mich da mal verkrümeln aus dem Bild, dass ihr das volle Spiel, die volle Pracht genießen könnt. Und meine, ist ja, kann man nicht von Pracht reden. Okay, dann geht's los. Gut, wenn man dreimal daneben klickt, also geklickt hätte, ich musste meine Maus so lange hin und her steuern, bis ich endlich da war, um zu verschwinden. So, wir sind Nebukadnezar, der ist 27 Jahre alter Herr und er hat eine Tochter, die Prinzessin, sie ist 9 Jahre alt. Und das ist ein Komponent, eine Komponente, werden erstmal angemäht in dem Spiel, ist eine Komponente, die das unterscheidet das Spiel von anderen, das sage ich jetzt nochmal. Also es ist sehr basiert auf die Familie und die Familiencharaktere und was drumherum geschieht, was dem Spiel auch so ein bisschen lebendig gibt und auch Echtheit, meiner Meinung nach. Macht vieles gut im Vergleich zu Konkurrenzprodukten, wenn ich es mal jetzt so nennen darf. So, wir müssen die erste Stadt gründen. Die können wir immer in solchen, sag ich mal, so vorgefertigten Siedlungen irgendwo gründen. Also ihr könnt es nicht frei machen. Und dann müssen wir jetzt mal uns entscheiden, wohin geht's. Ich finde unseren Startpunkt gut, weil wir Steine drumherum haben. Wir haben Wälder drumherum. Wir starten einen Fluss, ne? Und also da kann man sich nicht beschweren. Ein erloschener Vulkan und noch ein Vulkan ist hier. Sieht sich schon mal ziemlich cool aus. Was ich mir jetzt halt überlege, wohin geht die Reise meiner Stadt? Und ich würde sagen, wir bleiben einfach genau da. Und nun müssen wir unsere Hauptstadt gründen und die auch einer Familie widmen. Und jede Familie bringt Boni mit und wie gesagt, es ist keine Anfängerrunde mehr, ne? Okay, plus 4 Kultur, das finde ich sehr nice. Mine und Sägewerke mit 20% Ertrag. Das ist natürlich sehr geil, die Kunsthandwerker zu nehmen. Die Kaufleute will ich da jetzt nicht haben. Was machen die Weißen? Nehmen die Kunsthandwerker, weil 4 Kultur pro Jahr ist schon mal ziemlich gut. Okay, macht Schiffe besser. Mal, ob das jetzt hier zustande kommt, könnte möglich sein, wenn die Stadt ein bisschen weiter ausdehnt. Minen und Sägewerke, 20% Ertrag, das ist gut. 2 Jahre, um Stadtteilverbesserungen zu bauen, ist weniger Zeit dauert es. Und wir kriegen gleich noch einen Baumeister on top. Komm, wir machen das. Ich möchte das so. Jetzt dürfen wir uns auch direkt die erste Forschung auswählen. Der Gag an der Nummer ist, wir könnten neu ziehen. Also wir kriegen aus dem Technologiebaum, den kann ich euch gleich zeigen. Nur ich glaube, ich, dann wird das immer so klein und das ist so schade drum. Ich schaue mal, ob ich den gleich finde. Wir können im Technologiebaum kriegen mal eine Auswahl aus diesem und wenn uns das nicht gefällt, können wir nochmal neu ziehen. Ihr seht auch, was noch alles noch drin wäre, sage ich jetzt mal, eigentlich drin gewesen wäre, ne? Wir können aber nur neu ziehen, weil Nebukadnezar auch vom Typ her ein Wissenschaftler ist. Andere können das nicht. So, dann hätten wir das schon mal geklärt. So, dann werde ich jetzt erstmal machen, ganz wichtig in dem Spiel, super wichtig sogar, das Vor- und das Steinbruch.
Ach ja, und jede Zivilisation hat natürlich ihre eigenen Vorteile, die sich mitbringt. Alle, die neu dabei sind, auch hier verweise ich auf meine alten Runden, ne? Weil da könnt ihr das eine oder andere dann natürlich auch sehen, welches Volk was kann, ne? Also es sind 6 Völker, ja, ne? Oder es sind 7, ich muss nochmal nachgucken. Und da hat jeder seine lustigen Fähigkeiten. Also es ist sehr interessant gemacht. Und da gehen wir dann ein bisschen vielleicht später nochmal drauf ein. Vergesse ich garantiert, könnt ihr dann über mich schimpfen, wenn das so ist. So, was braucht man am Anfang? Am Anfang braucht ihr eigentlich alles. Vor allen Dingen Stein. Und deswegen habe ich auch den Steinbruch gemacht. Jetzt ist es so, also die Technologie da dazu, die Steinverarbeitung. Jetzt ist es so, ich komme ganz kurz hier. Der Tech-Tree, das ihr mal gesehen habt, ist ordentlich. Ne? Geht ein ganzes Stück. Wir sind jetzt hier. Ganz da vorne. Ne? Okay. Dauert ja noch eine Weile, bis wir die Steinbearbeitung können. Und dann sollten wir unsere Baumeister, oder andere würden sie Handwerker nennen, auch irgendwas machen lassen. Und mit irgendwas meine ich natürlich Dinge zu organisieren, die unser Volk dringend braucht. Am Anfang brauchen wir Nahrung und Stein. Auch Holz, das wird der nächste Schritt sein. Aber Holz ist gar nicht so leicht zu bekommen in dem Spiel. Ihr werdet gleich sehen, wieso. Hier empfiehlt mir das Spiel, Mensch, bau doch mal hier eine Farm. Und das würde ich auch vorschlagen, ist korrekt. Denn plus 11 ist echt mächtig. Dann bewege ich meinen Baumeister hier hin und gebe Befehlspunkte aus. Jetzt habe ich nur noch 5 Befehlspunkte. Klick da drauf, auf das Icon, was auch sehr nice gemacht ist. Und brauche 4 Jahre, um den Bauernhof zu errichten. Warum 4 Jahre? Weil ich auf dem Hügel, am hügeligen Gelände etwas errichte. Und dadurch brauche ich 1 Jahr länger als normal. Normal würde das nämlich nur 3 Jahre kosten. Ist auch ein bisschen anstrengend, da hoch zu kraxeln, meine Lieben. So, dann der nächste Baumeister. Und ich sehe das nächste Coole hier, gerade für den Anfang. Gold zu bekommen ist wichtig. Kultur ist zu wichtig zu bekommen. Vor allen Dingen die Kultur. Denn nur mit der Kultur levelt ihr eure Stadt um eine neue Kulturstufe. Und mit neuen Kulturstufen gibt es bessere Gebäude. Und nur über die Kulturstufen, oder sagen wir, über eine dieser Sachen, könnt ihr Siegespunkte sammeln. Und desto mehr ihr habt, desto weiter seid ihr oben in der Rangliste. Wenn am Ende der Runde die meisten Punkte hat, gewinnt der andere Partie. Oder ihr schafft es, jetzt wie in diesem Fall, 52 Punkte zu erhalten. Dann habt ihr das Spiel vorzeitig gewonnen. Eine Möglichkeit, wie man gewinnt in dem Spiel. So. Und dann errichten wir hier auch die Mine. Auch die braucht 4 Jahre, weil sie auf einem Hügel ist. Und wir heben hier von Edelsteinen. Edelsteine sind Luxusressource, die wir definitiv brauchen werden, um unsere Bevölkerung glücklich zu machen. So. Was macht die Stadt Babylon? Die Stadt Babylon macht das einzig Richtige. Sie produziert einen Siedler am Anfang. Den brauchen wir auf jeden Fall. So. Was haben die Babylonier noch? Die Babylonier haben jetzt noch einen Speer und einen Schleuderschützen. Der steht hier. Und aber zunächst werde ich jetzt erstmal hier mit dem Speer arbeiten. Und der Speer möchte hier mal diese uralte Ruine entdecken, die da so rumleuchtet. Da gehen wir hin. Und der nächste Sache, die ich auf die Kürze erkläre. Der Speer hätte jetzt noch 2 freie Aktionen, aber mir sind die Befehlspunkte ausgegangen. Ich kann nichts mehr machen. Wir sind noch nicht mächtig genug. Um mächtiger zu werden, brauchen wir Legitimität und das können wir mit der Zeit aufbauen. Wie das funktioniert, ist erstmal egal. Ja, das habe ich ja schon gemacht. So, es hieß gerade, ich soll eine Stadt gründen als Quest. Das haben wir gerade so hingekriegt. War knapp, aber wir haben es geschafft. So. So, und hier seht ihr jetzt, wie es aussieht. Nebukadnezar ist mit dieser Frau hier verheiratet, die Amytis. So, Nebukadnezar selbst 27 und es ist hier seine Tochter und den Namen kann ich mir nicht merken und deswegen ein weiteres nettes Element in dem Spiel und es ist dann die Monalie. Ja, wieso Monalie? Also, ja, wenn ihr euch so ein bisschen durch meine Videos durchklickt, werdet ihr wahrscheinlich wissen, wieso das so ist. Und wir haben noch einen Sohn. Und den nenne ich als Zweitgeborener Edgy Badge. Er wird schimpfen und meckern mit mir, warum er nur der Zweitgeborene ist. Aber Revan darf jetzt hier auch mitmachen. Er hat nämlich auch gefordert, Pancake,
ich will, dass du wieder Old World bringst. Einer der Community-Mitglieder, der das gesagt hat, hat es auch gut begründet, wieso und weshalb, warum. Und dann darf er auch leiden und jetzt hier nur der Zweitgeborene sein. Auf vielfachen Wunsch einer Person. Nein, war nicht so, waren wirklich mehrere Leute, die gesagt haben, Ben Gig, das wollen wir wieder von dir sehen. Und das finde ich toll. Ich finde es toll, dass ihr so mitmacht bei mir auf dem Kanal. Na, und dann gehe ich auch auf eure Wünsche, Ideen und so weiter ein. Ich habe auch viele Tipps und Tricks immer von euch bekommen. Dann beenden wir das Jahr. Ihr braucht jetzt nicht die Sektflaschen rausholen. Das ist noch nicht Silvester. Nur in dem Spiel heißt es Beende Jahr. So, Prinzessin Monali ist nun alt genug, um von Vertrauten unterrichtet zu werden. Das ist schön, habe ich aber noch nicht. Hä, was ist denn das, Ben Cake? Kommt alles. Eins nach dem anderen. Macht euch nicht verrückt. Ja? Wenn ihr jetzt erwartet, dass ich hier alles euch erkläre, von Anfang an, wie was in dem Spiel funktioniert, werdet ihr gaga. Wichtig zu wissen ist, da oben seht ihr, was wir so an Sachen haben. Ja? Und ich gehe da natürlich gerne drauf ein. Ja? Dann, wenn es relevant wird. So lernt man ein Spiel am allerbesten. Man muss nicht immer gleich alles am Anfang wissen. Da explodiert einem nur der Schädel. So, aber pro Schädel explodieren, wir wollen ja ein bisschen erkunden. Da gibt es nämlich diese tollen Ruinen. Und da gehen wir jetzt mal hin. Zerlegte Mauer. So, und da seht ihr, die Texte hier innen drin waren irgendwie nicht zu übersetzen. Da kann ja mal der Revan sich begründen in den Kommentaren und sich rechtfertigen, wie wir das in Deutschland nennen, wie es sich das denn erlaubt, so ein Fauxpas sich leisten zu dürfen, diese Texte nicht übersetzen zu können. Ja, da gibt es tatsächlich einen Grund, aber sei es nun drum. Ich lese es jetzt einmal auf Englisch vor. Our troops discover a towering wall, depicting images of carvings belonging to an ancient civilization with an impeccable record of their laws. Mein Englisch ist komplett zerstört, Leute. Our generals want to preserve such findings. What do you advise? Okay, empfehlen? Ich befehle, bring die Mauern zu Babylon, ruft Nebukadnezar. Das gibt mir 40 Kultur. Ich bin froh, solch kluge Feldherren zu haben. Ich schätze ihre Diensten sehr. Erlange den Hochadel. Zentralisierung war... Nix. Ich will die 40 Kultur haben. Und König Nebukadnezar wird treu als Oberhaupt. Alle Einheiten kriegen mehr davon und kriegen nochmal mehr Kampfkraft davon gegen die und alles klar. Cool. Blub. Ihr habt gesehen, da geht's. Ihr braucht es gerade von der linken Seite hoch, plus treu ist eine Eigenschaft. Eure Herrscher können Stärken haben und Schwächen haben. Wenn es nicht geändert worden ist, kann es 3 Stärken geben oder so und 3 Schwächen maximal. Ne? Solltet ihr aufpassen. Also er zum Beispiel hat die Stärke, er ist erfolgreich und er hat die Stärke, treu zu sein. Ne? Als Wissenschaftler hat er von sich aus schon mal plus 3 an Weisheit. Weisheit, was ist das? Das braucht ihr für die Forschung, Leute. Und für Quests, die da gibt. Und. Überfallt mich nicht alle so mit Fragen. So, erstmal der Speer hier lang. Ich bild mir das ein, dass der ein oder andere diese Frage im Köpfchen hat. Wupp, so. Und etwas anderes, was ich noch an Old World massiv schätze, ist diese Grafik. Ja, der eine sagt so, der andere sagt so. Ich bin ein Sightseer. Wer mich kennt, der weiß das. Schaut euch das mal den Nebel des Krieges an, hier mit dem Gebirge. Ben K., kannst du uns zum Spiel zeigen? Nein, das müsst ihr tragen, wenn ihr hier mein Gast seid, bei mir auf dem Kanal, mein Abonnent, mein Zuschauer, mein fleißiger Liker. Sowas gucke ich mir an, denn ich finde, man muss die Grafiker einfach für ihre Arbeit würdigen. Und es ist der beste Nebel des Krieges, oder wie das Zeug heißt, den ich jemals in einem Spiel gesehen habe. Echt, dieses mit Wolken zu machen, hier sieht man dann die Gebirge, man weiß, da ist ein Gebirge, sogar ein riesiges Gebirge, aber krass, Leute. Echt cool. Erfreue ich mich an solchen Dingen. So, hier ist ein Schleuderer. Ich habe was Interessantes gesehen. Und zwar da vorne ist ein Stadtplatz. Und da geht mal unser Schleuderer dahin. Ja? Unser Schleuderer hat 3 Aktionen. Eine Aktion, zweite Aktion, dritte Aktion. Und ihr seht jetzt an der 2 mit der Schriftrolle, dass wir da nur noch 2 Befehlspunkte haben. Achtet da drauf. Wenn eure Befehlspunkte ausgehen, könnt ihr die auf die eine oder andere Weise noch in der gleichen Runde bekommen. Aber das ist ja immer mit Kosten verbunden. Denn so ist es halt mit all den Dingen. So, beende Jahr. Zack, neues Jahr. So schnell geht das, Leute. Ne? Wir rauschen hier durch.
Wie in echt vergeht hier die Zeit, gefühlt. So, zack. Ja, ihr macht kurz die Augen zu, schon gibt es wieder Lebkuchen im Supermarktregal, ne? Ihr kennt das. So, dann weiter. Und da ist noch ein Stadtplatz. Wie schön. Was haben wir denn hier? Besenkorn, ein Getreide. Hier, was haben wir hier? Eisen. Und hier einen Stadtplatz. Aha, dann gehen wir mal da drauf. Passiert da was, wenn du das machst beim Cake? Nein. Ist aber wichtig, für einen späteren Verlauf diese Stadtplätze vielleicht auch zu besetzen, bevor es die KI macht. Warum und wieso und weshalb sieht ihr dann? Also haben wir schon zwei interessante Möglichkeiten. Gut. Dann gehen wir weiter mit unseren Schleuderschützen und schauen uns die andere Lage an. Und, oh Gott, ich hab's ja ganz vergessen. Kann er das jetzt hier noch? Nee, kann er jetzt nicht, weil er keine Punkte mehr hat. Ich hab's voll verrafft, Leute. Ihr könnt auch Ressourcen mit euren Einheiten schon mal, ich nenn's mal, ernten oder plündern. Ja? Ihr könnt also mit diesen Soldaten ihnen sagen, ihr müsst jetzt nicht nur ein Schwert schwingen, ihr dürft ja auch mal arbeiten. Auch die Speer können das tun. Habe ich jetzt gerade eben verrafft, ist am Anfang extrem mächtig. Macht aber nichts, denn ich werde nochmal umdrehen. Ich werde diese Bereiche bewachen, bis ich genau weiß, ob dieser Punkt für mich interessanter ist für unseren ersten Siedlungsstandort. Wird der ein oder andere Prüfer wie wahrscheinlich jetzt schon wieder die Hände überm Kopf zusammengeschlagen haben. Du bist an dem Zeug vorbeigelaufen, Ben Cake. Ja, meine Güte, wir werden es trotzdem schaffen. So. So, die Prinzessin Monali, was soll die lernen? Natürlich Philosophie. Diskutiere ich nicht mit drüber, das ist klar. Aber wenn ich was anderes anklicke, kriege ich da geschimpft. So, dann geht's da lang. Dann geht's hier lang. Ja, das ist jetzt nicht so erbaulich hier, ne? Das ist nicht so traumhaft. Dann werden wir natürlich hier uns weiter umschauen. Zuerst gehen wir in die Ruine. Naja, ich weiß, ich drehe trotzdem nochmal um. Denkmal eines Gesetzes. Our explorers come across a series of varied monuments lost in the undergrowth. Upon closer inspection, the structures appear to be inscribed with the laws of a forgotten city. What should we do? Schicke Weise, um herauszufinden, was sie können. Entsende Baumeister, um es in Schutt und Asche zu zertrümmern. Jetzt werdet ihr gleich meinen wahren Charakter sehen. Ich bin rein gierig. Ich will die Steine haben. 220 Steine am Anfang zu haben, zusätzlich, wenn du gerade mal 200 hast, mit einem Income von minus 1, ist viel. Deswegen nehmen wir das Zeug einfach mit. Die sind nicht mehr hier. Es ist, ihre Zivilisation ist untergegangen, also dann Pech. Oh ja, hier ist es wirklich hübsch. Oh, was ist hier alles? Hier gibt es sogar noch Weihrauch. Warte mal, der zieht sich da jetzt erstmal einen rein. Weihrauch macht folgendes. Es gibt uns plus 8 Kultur in Babylon. Ja, 58 von 100 hat sie, bis sie zur nächsten Stufe kommt. Das braucht zwar einen Befehlspunkt, aber ich meine, hallo, plus 8. Das müsst ihr mitnehmen. Und jetzt ist das Witzige, ihr dürft sogar nochmal weiterlaufen. Schaut mal, flupp. Ja, hat einfach eine Aktion gekostet. Jetzt ist hier so ein Sammelsymbol. Ja, und jetzt habt ihr das gemacht. Ne? Joa. Finde ich cool. Also, so könnt ihr eure Städte voranbringen. Also, denkt nicht, oh, warum soll ich zwei Speer spielen? Kann halt euch schon ziemlich früh, ziemlich nach vorne hieven. So eine Nummer, ne? Okay, alles klar. Meine Ehefrau ist klug geworden. Wow. Sie versteht wohl sehr schnell neue Dinge und das ist klasse. Oh, politischer Gefangener. Our scouts encounter a party of ägyptische soldiers whipping a man bound by his wrists and ankles. Brack. The warriors accuse the man of inciting rebellion, of stalking members of the royal family and attempting to infiltrate the treasury. Oh Gott. However, the victim insists that he is innocent of the crimes. Er sagt, er ist unschuldig. All die Beschuldigungen dieser Soldaten seien nicht wahr, denen wir hier begegnet sind. Und wir müssen Entscheidungen treffen. Das ist eine außenpolitische Entscheidung, die wir jetzt treffen mit Ägypten. Ja? Also wir sind da auf jemanden gestoßen, der wird als Krimineller beschuldigt. So. Wir können jetzt sagen, follow the advice and move along. Also ich kann jetzt einfach weitergehen. Das macht Ägypten verbessert die Meinung über uns. Die kriegen bloß 40 Meinungen zu uns und ja, wir werden halt grausam. Und ich möchte nicht grausam sein. So, ich bekomme dafür aber einen Vertrauten und den werde ich auch brauchen. Fight him of possession of the prisoner, sage ich jetzt. So, und dieser Geistliche, den wir jetzt da befreit haben, das ist ein Ägypter und der schließt sich jetzt uns an. So.
Und tatsächlich ist hier ein ägyptischer Speer. Faszinierend. So, das war unser erster Kontakt mit einer anderen Zivilisation. Wenn ihr das so sehen wollt. Hier, Königin Hatschepsut. So, und die mag uns jetzt schon ein kleines Stückchen nicht mehr. Meinung von euch, sie ist minus 80 verärgert. Denn es bezieht sich hier auch auf die Familien und Personen. Und wenn im Wandel der Zeit, im Lauf der Zeit, ein Wandel stattfindet, ein anderer Anführer kommt, kann es sein, dass ihr eure, ja soll ich sagen, feindliche Haltung wieder auf ein friedliches Maß bekommt. Und es hat auch viel Realismus, trägt es in sich, ne? So, meiner Meinung nach. Ich kann den noch gar nicht anschließen, weil da brauche ich ja, die Landwirtschaft. Das habe ich jetzt leider falsch gemacht, gerade den Befehlspunkt dafür auszugeben. Macht aber nichts, nicht so viel. Ich gehe mit ihm mal hier hin. Und mit dir gehe ich tatsächlich dahin. Das kann ich mir aber auch nicht leisten, das ist ärgerlich. Ich hätte überlegt, ob wir die hängenden Gärten von Babylon errichten, aber dafür brauchen wir etwas mehr Holz. Dann nehme ich einfach eine andere Einheit. Oh, ein Ereignis triggert gerade noch, das hatte ich, Entschuldigung, gerade eben links unten gesehen. Monkey Philosophy, during one of your visits to the Academy, Prinzessin Monali asked you to come. See her pet monkey, ein Affen hat sie. She recently rescued the furry creature from a local market, also sie hat ihn vom lokalen Markt gerettet, and fell in love with it. Your worry where this obsession with her monkey might lead. Du hast halt Angst, wohin diese Obsession zu diesem Affen noch hinführen wird von Monali. Und ja, jetzt kann ich ein paar Sachen machen. Ich könnte jetzt encourage Monali to learn more about nature, weil die Königin hat nicht furchterregend, richtig? Ask to keep the monkey, while Monali focus on her studies. Benötigt Königin, sie hat nicht furchterregend, okay. Pfadfinder wird Landwirt, Reiter oder Fährtenleser. Sie wird ein Affenbesitzer. Oh, Affenbesitzer zu werden ist schrecklich. Aber ich mache ihr, sie soll auf diesen Affen achten, ihn großziehen. Verantwortung für ihn übernehmen, aber nicht den Add to keep the monkey while Monali focus on her studies, aber den Fokus auf ihre Studien zu legen, das gibt ihr plus 2 Weisheit. So, Weisheit. Ihr seht jetzt hier, unten sind auch erste Werte zu erkennen und sie ist genau schon so weise wie ihr Vater. Die Mutter hat 3 Charisma, so Sachen halt, ne? Und die bringen euch natürlich Boni mit für euer Volk, wenn die Leute in einem gewissen Amt oder Position sind. Ne? Das muss man schon mal wissen. So. Ich frage mich, ich könnte mir die leisten, aber dann wäre alles Holz weg, gehe ich mal davon aus, ne? Auf der anderen Seite ist es ein mega mächtiges Wunder. Wir machen's. Wie mache ich das jetzt? Ich kaufe, wenn es denn geht. Gerade eben ging's doch. Nein, macht er jetzt gerade nicht. Okay. Jetzt habe ich es richtig angeklickt. Entschuldigung, ich habe mich nur verklickt. Ich habe das jetzt gemacht und zwar... Ich habe den Bau jetzt begonnen. Ich dachte, ich hätte jetzt ein bisschen mehr Geld ausgegeben, weil ich habe das fehlende Holz jetzt einfach gekauft. Man kann nämlich hier Sachen kaufe oder verkaufe machen. Wie ihr seht, hat alle so einen gewissen Preis. Ne? Und wenn ihr etwas nicht leisten könnt, könnt ihr die Hochstelltaste drücken und das Restliche, was noch fehlt, an Gold ausgeben. Es hat mal vorher ein bisschen anders ausgesehen. Das hat sich durch die Updates verändert. Deswegen war ich jetzt gerade einen Moment lang, das gebe ich zu, verwirrt. Ne? Ja, kommt bei mir auch mal vor. Besenkorn, nicht Besenkammer. Mhm. Besenkorn gibt nochmal 10 Nahrung. Dann gehen wir nochmal hier rüber und sammeln später das dann noch ein. Aber zu diesem Stadtplatz müssen wir unbedingt.
weil da hätte ich schon Lust drauf hinzugehen. Den bewegen wir jetzt auch nicht, weil wir haben keine Befehlspunkte mehr. So, okay, alles klar. Also, ich bin wieder da. Ich werde schauen, dass ich die Folgenlänge auf eine halbe Stunde immer beschränke. Das wird mir nie gelingen oder auch nur selten. Und ja, ihr werdet halt sehen, dass es dann ein paar Folgen werde ich jetzt hintereinander dann aufnehmen. Dann warte ich mal so etwas euer Feedback ab und dann nehme ich wieder neu auf. Und bin echt gespannt, was eure Meinung zu dem Spiel ist. Ja, das hier ist jetzt erstmal der simple und einfache Einfang. Da ist jetzt noch nicht viel passiert. Ich finde, insgesamt kann man nichts sagen gegen dieses Spiel. Ihr werdet sehen, im Verlauf der Partie wird es wirklich komplexer und auch spannender. Gerade die Außenpolitik finde ich sehr interessant. Die Ereignisse, die hier sind, wie sich die Charaktere entwickeln, wie da eine Geschichte dazu erzählt wird. Und ich freue mich, mit euch zusammen auf diese Reise in Old World zu gehen. Gut, dann, Achtung, ich muss mich wieder ausschalten, denn ich habe nämlich was festgestellt. Am Ende meiner Videos mache ich immer ein bisschen Werbung in eigener Sache. Das mag man mir verzeihen und deswegen werde ich wieder bedeckt sein von meiner eigenen Werbung. Ich bin noch am Üben und am Ausprobieren, meine Lieben. Nein, ich habe keine Lust, meine Kameraposition zu verschieben. So faul bin ich. Okay. Meine lieben Soul-System-BewohnerInnen, Freundinnen des Hexfeldes, der Rundenstrategie und was weiß denn ich noch alles. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch eine schöne Sternreise und bis zum nächsten Mal, euer Bencake28. Ciao, ciao.